Hallo meine Lieben, ich habe so einen klitzekleinen Actioner für euch. Und zwar, ja, mit was fangen wir denn an? Bald ist hier Karneval, da geht's los. Dafür habe ich ein paar Konfetti gekauft. Und zwar gibt es die in verschiedenen Farben. Ich fand das jetzt aber sehr passend, weil, ich zeige euch das, kosten 89 Cent. Ich muss wieder so machen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe sie einfach geschnappt und der Kassenbon ist nicht da. Wie sollte es auch anders sein? Ich hatte mir dieses Kostüm hier gekauft und zwar ist hier so ein Rock dabei, diese Strümpfe, solche Handschuhe und Ketten. So schaut das Ganze aus. Das kam letztes Jahr. Letzte Woche war das im Angebot für 2,99 und ich habe das letzte in Pink bekommen. Deswegen farblich ein bisschen passend. Ich hoffe, das Wetter wird auch recht angenehm, sodass man das dann ähnlich anziehen kann. Ich sag mal, ganz so nackig werde ich nicht rumlaufen. Ja, auf jeden Fall dieses. Dann habe ich noch diesen Stoff ergattert. 26 mal 2 Meter. Das ist in Schwarz-Silber. 1,68 kam dieser und war mit der letzte. Dann habe ich auch so einen ganz tollen Gravurstift bekommen. Ich habe ihn noch nicht getestet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich bin momentan ein Album am Basteln. Das werde ich euch demnächst auch zeigen. Den Stift habe ich direkt zweimal gekauft, weil ich den noch jemand mitgebracht habe. 1,89 kostet dieser. Dann ist das doppelseitige Klebeband, das heißt jetzt Craft and Design, so eingepackt. 10 x 12 mm, 32 Cent. Ich weiß nicht, wenn die Farbverpackung sich ändert. Manchmal verändert sich ja diese Klebekraft. Ich hoffe, es klebt für Karten, wenn man sie in dem Moment braucht, sehr gut. Aber für Alben ist es nicht gedacht. Ich hoffe aber, dass das ein bisschen besser die Klebekraft jetzt hat. Das kann ja auch ein bisschen teurer werden, aber die Klebekraft muss dadurch auch besser werden. Nicht wundern, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Ich war die letzten Tage, wie sagt man, nicht auf der Höhe. Ja, dann, den brauche ich euch nicht zeigen, den habe ich jetzt noch dreimal gekauft. Das ist dieser Moments Block in 30x30 von Craft Sensation. 1,99 kosten die, ich blätter nur grob durch. Da möchte ich ein Album zum Abschied basteln und zwar ist das ganz gut, weil da sollen so ein paar Schnappschüsse rein und ich denke, das passt ganz gut. Es ist so ein bisschen passend ja zueinander, ein bisschen neutraler. Kann man für einen Mann und eine Frau nehmen, weil die Farben halt ganz gut sind. Dann gibt es diese Porzellanmarker. Die habe ich auch noch nicht getestet. Das möchte ich auch ausprobieren und hoffe, die sind, hier steht hinten drauf, geeignet für verschiedene glatte Untergründe, Glas, Porzellan, Metall. Nach dem Anbringen circa 10 Minuten trocknen lassen. Wasserbasis, Tinte abwaschbar. Nicht spülmaschinenbeständig. Horizontal aufbewahren. Ich hoffe, dass man es auf eine Art und Weise ein bisschen einbrennen kann und wenn nicht, wird es mit einem Klarlack übersprüht, sodass man mal was Schönes an etwas zaubern kann. Die kamen 99 Cent. Dann total cool von Dresdner Essenz ein Badeschaum. Ich glaube, die ko kosten regulär um die 3 Euro würde ich behaupten, ist jetzt haltbar bis 05.2020. Bis dahin kriege ich sowas ja immer alle. 99 Cent hat es gekostet. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe. Das steht schon was länger hier, aber ich habe das, glaube ich, von A nach B geschleppt und konnte es euch noch nicht zeigen. Ja. Und zum guten Schluss habe ich einen riesen Partyaufsteller gefunden. Let's Party. Der wird für Karneval genutzt. Kostet 1,99 Euro. Der war nicht teuer. Und ich habe noch, das habe ich, das hier liegen. Ich habe das gerade in Benutzung, aber ich habe mir direkt zwei gekauft. Ich habe natürlich auch das neue Schneidbrett. Und zwar ist das total toll. Das gab es früher schon mal. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gebastelt, aber der Action, der bei uns ist, gibt es circa seit 2013. Und man geht ja durch verschiedene Abteilungen. Entschuldigt bitte. Und ich bin der Meinung, den gab es zu dem Zeitpunkt schon mal. Also
ganz am Anfang, bin ich der Meinung, habe ich den schon mal gesehen. Der kostet jetzt 2,99 €, ist in verschiedenen Größen. Ich habe ihn vorhin schon mal ausprobiert, das ist jetzt ein zweiter. Hier sind zwei Schneideklingen und eine Falzklinge. Das ist alles in 10 cm Angaben und darunter in Inch. Zwischen 12 und 12,5 kann man das leider nicht. Da muss man, ich sag mal, ja, ne, man muss das dann so ein bisschen überlegen. Aber meistens braucht man diese Angaben nicht. Deswegen denke ich, wird dieses Falzbrett so gearbeitet worden sein. Weil oft ist es ja eher so, dass man so, so 15 cm braucht oder 14 oder 12,5, weil da fängt es ja dann hier wieder an. Gibt es schon verschiedene Videos. Ich weiß nicht, ob ich euch das nochmal separat vorstellen werde. Auf alle Fälle ist es ein ganz tolles Schneidebrett für das Geld. Ich habe es direkt zweimal gekauft wegen den Ersatzklingen. Hier muss ich nämlich mal schauen, ob sich das irgendwie, wie bei dem anderen, rausnehmen lässt. Es schneidet super toll. Ich habe Papier damit vorhin schon geschnitten für mein Album, was ich halt in der Mache habe. Und ja, das Einzige, was hier ist, das ist ein bisschen wackelig. Ich muss mir das Brett, weil ich bin Linkshänderin, ich lege mir das besser so hin und klappe das nach unten und orientiere mich dann habe ich besser die Handhabe drüber. Weil so finde ich es schon für mich sehr schwierig mit der, ich kann euch das nicht erklären, als Linkshänder ist das halt ein bisschen komplizierter. So, ich habe regulär noch ein paar Sticker gekauft, die finde ich jetzt natürlich nicht. Und zwar gibt es aktuell noch so kleine Büchlein für 96 Cent. Da sind verschiedene Planersticker drin. Da gibt es 4 verschiedene Formen. Ich habe sie an die Seite gelegt und ich weiß aber, doof gesagt, mal wieder nicht, wo sie sind. Ja, ich habe für euch gleich noch... Nein, da ist es nicht drin. Das ist noch eine kleine Überraschungspost. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen wegdrehen. Es tut mir sehr leid, ich habe sie verlegt, wie das dann halt manchmal passiert. Wenn sie auftauchen, werde ich sie euch in einer der nächsten Videos zeigen. So, ihr Lieben, das war's schon. Es ist wirklich nur was Kleines, weil Papier und so weiter, das habe ich euch alles schon gezeigt, was es momentan gibt. Und ja, ach so. Noch was? Ein Fahrradschloss habe ich noch gekauft, ein Starterkabel, weil mein Auto momentan kaputt ist oder nicht mehr oder wie auch immer. Ja, und ja, sonst habe ich nichts weiter. Ihr Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Folgt, denke ich mal, gleich, weil meistens kommen momentan immer so 2 oder 3 Videos hintereinander. Ist auf alle Fälle ein Teil vom Flohmarkt, was ich gekauft habe. Und ich hatte vor kurzem Geburtstag und da kam noch ein bisschen Post hier an. Zwar nicht zum Geburtstag, aber ich habe bei jemandem gewonnen und da freue ich mich sehr. Und das möchte ich mit euch auspacken. Ihr Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.